Sehr geehrte Wähler, herzlich willkommen zum Wochenrückblick auf die vergangene Plenarwoche. Diesmal nicht aus Berlin. Die Stadt Berlin hat beschlossen, der Freitag ist ein Feiertag und der Bundestag ist deswegen ausgezogen. Wir sind hier im Wahlkreisbüro. Und wie Sie sehen, ich bräuchte wahrscheinlich auch einen Friseur, aber es gibt immer noch Probleme mit der Dienstleistung. Wird Zeit, dass die Maßnahmen zurückgefahren werden. Ja, reden wir von Maßnahmen. Der Bundestag hat ja beschlossen, der Wirtschaft, die ohnehin schon in der Rezession befindlich war und die durch die Corona-Maßnahmen stark leidet, zumindest unter die Arme zu greifen und viele, viele Milliarden zur Verfügung zu stellen, damit zumindest das Schlimmste, das Allerschlimmste gelindert werden kann. Die Grünen und leider auch Umweltministerin Svenja Schulze wecken nun Begehrlichkeiten. Die Vergabe dieser Gelder soll an ideologische Bedingungen geknüpft werden. Zum Beispiel im Fall von im Fall des Automobilsektors sollen die Automobilfirmen gezwungen werden, mehr Elektroautos zu produzieren. Ob diese denn gebraucht werden, ob diese einen Käufer finden und am Markt abgesetzt werden können, danach fragt niemanden. Aber so ist es nun mal im linken Wolkenkuckucksheim. Da müssen Gelder an Ideologien geknüpft werden und am Ende kostet das nur viel Geld. Nein, die Vergabe dieser Gelder ist zur Linderung der Effekte der Corona-Krise gedacht. Sie sollen Arbeitsplätze erhalten und sie sind nicht an irgendwelche ideologischen Bedingungen zu knüpfen. Punkt. Reden wir von Personalentscheidungen im Bundestag. Der Bundestag blamiert sich leider manchmal so gut er kann. Das hat er auch gestern getan mit der Besetzung der Position des Wehrbeauftragten. Eigentlich wollte der alte Wehrbeauftragte, Herr Bartels von der SPD, ein durchaus angesehener Mann über alle Fraktionen hinweg, diese Position weiter begleiten. Aber seine Genossen haben entschieden, diese Position lieber einer verdienten Parteisoldatin, Frau Högel, aus Berlin zu geben. Wahrscheinlich hat Frau Högel sich irgendwo ein bisschen etwas erworben, parteiintern. Wen kümmert's? Die AfD hat gesagt, das kann nicht sein. Frau Högel bringt keinerlei Qualifikation für diese Position mit. Sie hat sich noch nie im Verteidigungs- oder im Wehrbereich aufgehalten politisch. Und wir haben dafür einen Ex-Offizier, Herrn Otten aus der Bayerischen Landesgruppe, meinen Kollegen, ins Rennen geschickt, um eine Alternative anzubieten, die sich im Fach auskennt, die eine hervorragende Wahl gewesen wäre. Ich kann nur meinen Kollegen im Plenum nicht sagen, dass sie sollen Herrn Otten wählen, aber sie hätten zumindest darauf verzichten können, Frau Högel zu wählen. Dann wäre vielleicht bei der GroKo eine Diskussion entstanden, wen man ins Rennen schickt, der rudimentäre Ahnung von der Materie gehabt hätte. Pustekuchen. Es wurde abgesprochen, einfach Frau Högel zu wählen. Wahrscheinlich wurden einige Gefälligkeiten eingesammelt. Und wenn ich Soldat wäre in der deutschen Bundeswehr, dann würde ich mich nach dieser Wahl, mit Verlaub, ziemlich verarscht vorkommen. Eine weitere Personalentscheidung gestern war die Wahl eines Mitglieds in das Kuratorium des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Vorgeschlagen war die anerkannte und berühmte Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, ihres Zeichens CDU-Mitglied. Dennoch schaffte es Frau Lengsfeld nicht, die Mehrheit des Plenums hinter sich zu versammeln, was möglicherweise daran lag, dass Frau Lengsfeld nicht von der CDU vorgeschlagen worden ist, sondern tatsächlich von der AfD. An diesen beiden Beispielen kann man sehen, wenn jemand Kompetenzen mitbringt und von den Falschen vorgeschlagen ist, wird er nicht gewählt. Wenn jemand keine Kompetenzen mitbringt für eine Aufgabe, aber von den richtigen, sogenannten Richtigen vorgeschlagen wird, wird er dennoch gewählt. Das sind vollkommen falsche Personalentscheidungen. Wir brauchen wieder eine Politik, die dazu führt, dass Menschen mit Kompetenz in die richtigen Positionen gewählt werden. Parteiangehörigkeit ist tatsächlich sekundär. So, wir befinden uns in einer Doppelwoche. Ich werde am Montag wieder aufbrechen nach Berlin und dann freue ich mich schon, Ihnen nächsten Freitag dann aus Berlin wieder berichten zu können, was denn dann wieder Spannendes passiert ist. Bis dahin vielen Dank und wir sehen uns dann.